Aber man hätte ein bisschen spazieren gehen können. Wir waren, glaube ich, gar nicht in Alanya, ne? Nee, gar nicht. Mal schauen. Erstmal die Hochzeit und dann gucken wir weiter. Wenn wir wieder kommen, ist ja auch noch warm. Dann ist auch nicht ganz so heiß mehr wie jetzt. Das ist auf jeden Fall angenehmer dann. Die Kirschen wollte ich noch machen heute, ne? Mal gucken, vielleicht mache ich das gleich noch. Das war eine Fledermaus, habt ihr das gesehen? Die ist mir genau über meinen Kopf rüber. Wusch, so im Sturzflug. Wusch, über meinen Kopf. In die Palme rein. Das bedeutet, dass die dann auch langsam werden, wieder anfangen zu kacken. Die haben hier nämlich gestern auch einmal hingekackt. Das ist ja nicht so schön. Nicht auf meine Kissen kacken, bitte. Den ganzen Sommer über wart ihr weg. Also nicht weg, aber die haben nicht gekackt, ne? Ich muss was essen, mache ich unten die ganzen Gardinen mal zu machen. Eigentlich wollte ich auch noch in den Pool, aber ich habe Angst, dass er da Acid reingeschüttet hat. In den Pool hat ihn ja sauber gemacht und vielleicht hat er Acid reingemacht. Das ist nämlich nicht so gut für die Haut und soll man erstmal so 2, 3 Stunden warten, bevor man reingeht. Und wenn er das nämlich gemacht hat, dann würde ich Hautprobleme bekommen, die ich ja eh schon habe. Deswegen gehe ich nicht mehr rein, obwohl ich eigentlich ganz gern wollen würde. Die Teehunde sind auch noch drin, weil ich nicht weiß, was er nun vorhat. Er ist ja noch im Nachbarsgarten. Ist aber auch nicht schlimm, die waren jetzt eben draußen. Also insofern, das macht nichts. Das sieht nachher aus, wenn ich. Da, das hatte ich übrigens gesagt, da hängt doch irgendwas runter, das ist Klebeband. Ich hatte die ja festgeklebt letztes Jahr, damit die da keine. Ja, ist nicht da. Ich kann die sowieso nicht rauslassen, weil ich den Gartenschlauch wegmachen muss. Sonst gehen die Hunde da ran und beißen alles wieder kaputt. Das weiß er aber. Also ich denke mal, er wird den ja wegnehmen, wenn er fertig ist. So, also wieder nach unten. Ja, das ist jetzt geworden zum Armbrot. Den Rest der Sucuk, die ich noch für die Kleine gekauft hatte, ist noch übrig geblieben. Bin ich ganz froh, wenn die Wurst dann weg ist. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayonnaise und den Rest Reis. Das andere kriegen die Hunde gleich. Und ja, ein bisschen von dem Jajuk noch gestern oder von dem Knoblauch-Joghurt-Gemisch. Ja, ohne Vitamine, aber man kann es essen und wird satt. Alhamdulillah. Bin bei den Hunden draußen, habe sie rausgelassen. Jetzt mache ich gleich das Essen noch für die beiden. Bisschen Reis, ein bisschen Fleisch, ne? Hey. Wir jetzt schön zusammen sitzen. Ja, wir hier zusammen sitzen. Du, Pascha. Pascha, Benny, Pascha, Pascha. Ich würde gerne noch ins Pool gehen, aber ich vertraue dem nicht. Das riecht auch sehr nach Chlor. Chlor wäre jetzt nicht schlimm, aber das andere, da habe ich Angst vor, deswegen gehe ich nicht rein. Ne? Nee.
Aua. Nein, nicht meine Hand beißen, ne? Ja, nicht meine, aber auch nicht knipsen. Ja, das tut weh. Tut alles weh, ne? Ich überlege gerade, ob ich, ich habe ja da noch diese, dieses Holzding, wisst ihr? Und ich dachte, also, was heißt Holzding? Die, naja, diesen Sichtschutz, der da hinten noch liegt. Und ich würde ja gerne da zu dem Nachbarn hin das anbringen. Ich glaube, wenn ich das so quer lege, dann würde das gehen. Dann kann der nicht mehr hier reingucken. Ich würde da nichts mehr sehen und ich hätte da den Sichtschutz direkt. Das, und ich glaube auch, dass die Hunde da nicht unbedingt rankommen. Vielleicht kann ich, damit die Hunde da nicht rankommen, auch noch irgendwas dann davor machen. Kann ja ruhig eine Tür hin, das stört ja keinen. Hauptsache, man sieht uns nicht mehr so, ne? Das werde ich mal morgen machen. Also ich werde morgen, Allah izin wisse, diesen Sichtschutz von der anderen Seite da reinschieben. Versteht ihr? Zwischen Zaun und weißem Zaun. Das versuche ich da so quer reinzuschieben, weil die sind ja richtig lang. Also das müsste theoretisch klappen. Und dann, wenn ich das, ich könnte das auch hinstellen, aber dann ist es nicht lang genug, glaube ich. Kann ich mal ausprobieren, aber ich glaube, es muss so quer rein. Hätte ich ganz schön viel abgedeckt. Das Nachtgebet erschüttert. Sie sagt, ja, und dann habe ich, glaube ich, eine gute Möglichkeit geschaffen, damit man uns nicht sieht. Schöner wäre natürlich, wenn man so komplett da unten das auch machen könnte, aber so viel habe ich leider nicht. Man kann natürlich auch das bei uns, also auf dieser Seite machen, aber dann kommen die Hunde natürlich ran, ne? Das geht nicht. Dann würden die Hunde da rankommen. Deswegen, ja. Ja, so machen wir das, inshallah. Mal gucken, zur Not mache ich das auf der anderen Seite hier. Wenn es nicht so richtig geht, mache ich das auf unserer Seite. Aber da haben die Hunde schon noch mehr Möglichkeiten, dann daran zu knapsen. Ne? Ich glaube, das reicht, wenn ich das nur da mache. Schauen wir mal, was ich möchte. Gut. Dann gehe ich mal wieder rein. Tschüss, Hundis. Ach so, Wasser braucht ihr noch. Das muss ich noch mal eben machen. Also haben sie schon, aber kein frisches Wasser.
Schaust da hinten, ganz weit hinten. Bloß nicht nass werden. Ich habe die Klamotten jetzt übrigens nass angezogen. Ne? Die sind aus der Maschine frisch raus und nass. Aber die sind schon halb trocken wieder an meinem Körper. Warum ist eigentlich dieses Wasserrohr da runter? I don't know. Ja, du warst am Chlor, ne? Psst, der Gärtner war am Chlor. Ja, war am Chlor, ne? Ja. Sollst du aber nicht dran schnuppeln. Hm? Ich habe da vorhin den Müll ausgewaschen. Das finden die natürlich ganz toll. Ach ja. Normalerweise ist es oben schöner auf der Terrasse, aber dann bin ich nicht mit den Hunden zusammen. Ich habe die ja gerade rausgelassen. Dann dachte ich mir, ich bleibe ein bisschen bei den Hunden sitzen. Ja, wenn ich jetzt ins Wasser gehen würde, dann wäre das wieder doof, weil die Nachbarn da sitzen. Deswegen will ich das versuchen, morgen irgendwie zuzumachen. Es ist zwar nur noch eine Woche, aber egal. Ja, das ist eine gute Idee, die so quer zu legen, diese Strohgeschichten. Das sieht auch eher in Ordnung aus. Also ist ja jetzt nicht hässlich oder so. Wenn man da jetzt so eine Tür hin macht, um den Sichtschutz, also Sichtschutz zu machen, würde ja auch gehen, dann sieht das immer hässlich aus. Und das finden die Nachbarn dann immer nicht so gut. Aber so ein Sichtschutz ist in Ordnung. Ja, das war der Tag wieder, ne? Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, Allah isen will. Ist ja dementsprechend die Woche auch schon rum. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag ich fliege. Was ist das für ein Tag? Der 5. I don't know. Ich glaube, das ist ein Donnerstag. Genau, ein Donnerstag ist das. Das heißt, genau morgen in einer Woche, Allah isen will, bin ich in Deutschland. Ne? So sieht's aus. Oder ist das ein Freitag? Nee, also der 8. ist ein Sonntag, der 7. Samstag, der 6. Freitag und der 5. Donnerstag. Also morgen in einer Woche. Allah, da bin ich nicht mehr hier. Da werde ich dann schon an dem Abend in Deutschland sein und ja. So ist das, ne? Genau, also morgen früh, Allah isen, versuche ich jetzt morgen mal den Garten fertig zu machen, dass die Hunde sicher sind. Das sind recht viele Eisenteile. Also ich würde, na, was ist das denn jetzt wieder eine Flasche? Ne? Ich würde gern versuchen, da hinten auch ein Eisenteil dran zu machen, auch wenn das scheiße aussieht, ne? Na, da beschweren sich bestimmt wieder die Nachbarn, ne? Aber egal, ja. Naja, das ist ungewiss, das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Aber ich habe überlegt, die ganzen anderen Eisenteile hier nicht, aber da an dieser Seite einmal quer hinzumachen. Guck mal, die spielen schon wieder Kriegen. Bonchuk versteckt sich da, als würde der Hund sie nicht sehen.
Jetzt fängt Musik an, glaube ich. Das war ein Telefon, ne? So ein Lautsprechertelefon. Wären wir hier gewesen, hätten die Hunde angeschlagen. Also kam es wohl nur vom Auto. Bunchuk geht immer da die Treppen hoch, versucht abzuhauen und Pascha greift sie dann an den Beinen und dann kann sie nicht hoch und dann steckt sie fest. Ich bin so froh, dass die Aloe Vera weg sind, ne? Weil, oh mein Gott, da nehmen die auch keine Rücksicht drauf, ob ich hier sitze oder nicht, die schmeißen dich runter. Weil die wäre jetzt richtig gefährlich, ne? Die würden die auch, da würden die jetzt auch drüber springen, glaube ich. Obwohl die schön waren natürlich. Aloe Vera ist schön, aber für Hunde halt giftig, ne? Deswegen geht das nicht mehr. Ist egal. Der Gärtner hat die auch alle schön rausgerupft. Das ist eine gute Idee mit dem Sichtschutz. Inshallah klappt das so, wie ich es mir vorstelle. Das ist schon recht morsch, ne? Aber es ist jetzt nicht mehr so ein frischer Sichtschutz. Das ist schon ziemlich alt. Und wenn ich den dazwischen quetsche, könnte der natürlich brechen. Und wenn er bricht, dann gehen die Hunde ran. Aber ich könnte, wenn ich den Sichtschutz von außen da reingestopft habe, dann kann ich von der anderen Seite die Tür dran machen, also diese weiße Tür. Ich habe hier irgendwo noch eine weiße Tür, da habe ich die bei den Hunden dran gemacht, glaube. Aber egal, ich kann auch die rote Tür dahin machen, bis mein Mann kommt. Und dann wäre das ja zu. Dann können die da ja nicht dran knapsen und knabbeln, weil da ist ja dann die Tür vor. Weil ich könnte die Tür natürlich jetzt auch als Sichtschutz machen, aber das wird dem Nachbarn nicht gefallen, weil sie sieht hässlich aus. Hat er sich schon mal drüber beschwert. Deswegen, das machen wir nicht. Da war ja die Tür schon mal dran, ne? Das war eigentlich ideal. Aber da hatten wir den Pool noch nicht offen. Ich kann auch Fliesen dazwischen stecken. Ich habe da unten ja noch Fliesen von unserem Gärtner, die liegen ja vor unserer Tür. Oder ich stopfe die weißen Fliesen dazwischen, die ich da noch liegen habe vor der anderen Tür. Wenn ich diese hochkant stelle, müsste ich auch schon guten Sichtschutz haben, glaube ich. Na, wir sind natürlich nicht hoch genug, ne? So ähnlich wie wir es da gemacht haben. Aber wie komme ich dazwischen, zwischen den Zaun? Dann müsste ich ja den Zaun erstmal abmontieren. Das geht nicht, glaube ich, weil der mit den Streben festgeschraubt ist, soweit ich weiß. Es muss etwas sein, was ich von außen quasi darüber schieben kann. Aber wie soll ich da hinkommen? Da komme ich ja nicht hin. Da müsste ich ja auf die Balustrade klettern. Mal gucken. Schauen wir mal. Oder ich nehme eine große Leiter und mache das von oben. Nee, ich kann ja keine Leiter auf die Treppe stellen. Alles schwierig. Mir fällt schon was ein, schau mal. Ne? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Poolsaison geht ja eh zu Ende, also es wäre ja eh nur noch für eine Woche. Dann bin ich im Winter. Naja, doch, man ist trotzdem immer mal draußen, ne? Naja, Leute, es müsste so 9:30, 9:45 sein, ich weiß nicht genau. Vielleicht auch erst 8:45. Es wird jetzt so früh, wird es jetzt hier dunkel, ne? Die Winterzeit ist eindeutig hier schon angefangen, in Deutschland ja noch nicht. Da wird jetzt erst um 10 dunkel, glaube ich, ne? Oder 9:45. Hier wird es jetzt schon um 7:30 dunkel. Richtig früh. Hallo, ich bin hier. Und kannst du mich
Kannst du mich nicht einfach überlaufen? Ne? Kannst du mich nicht einfach überlaufen? Kannst du nicht machen. Ne? Ist warm, ne? Hm? Ist warm? Bonjuk? Ja. Bist du eine süße Maus? Ja, bist du eine süße runde Maus? Ja. Ja. So ist das, ne? Geh jetzt noch mal wieder duschen. Wie gesagt, ich würde gern baden, aber es geht nicht. Da sitzen die und wegen den Chemikalien gehen wir einmal duschen noch mal und dann muss ich auch anfangen, die Videos zu schneiden. Und ja. Obst essen vielleicht noch. Gut. Es ist soweit. Ich ging ins Bett. Den Joghurt konnte ich nicht aufessen, den hatte ich unabgedeckt in den Kühlschrank gestellt und dann nimmt das also den Kühlschrankgeschmack an. Das konnte ich nicht mehr essen. Das ist so der letzte Rest vom Schützenfest. Ich glaube, Hunde dürfen keine Aubergine essen. Und das ist so ziemlich Aubergine-Tomatig. Deswegen habe ich das rausgepudert. Die haben aber einen schönen Teller mit Fleisch und Reis und Kartoffeln und so gegessen. Die haben sich richtig gefreut. Und jetzt möchte ich das Eis nur noch abwaschen. Das mache ich aber diesmal ohne euch. Und ich verabschiede mich ganz herzlich. Es war ein anstrengender Tag, wie jeder meiner Tage. Und ich bin aber früh fertig jetzt mit dem Schnitt. Das ist das letzte Video, was ich noch schneiden muss, beziehungsweise der letzte Teil. Es sind heute, glaube ich, 10 Teile geworden oder 11? 10. 10 müsste es geworden sein. Und ja, ich muss aber gleich nochmal die Vlogs von heute ein, beziehungsweise von gestern einstellen für morgen früh, sonst vergesse ich das, mache ich gleich nochmal. Also ein bisschen was habe ich noch zu tun. Und dann würde ich auch früh ins Bett gehen, damit ich morgen wieder, ich wollte eigentlich mal morgen richtig früh anfangen, damit ich viel schaffen kann, aber mal schauen, ob ich das hinbekomme. Und inshallah wird es so sein. Ich habe heute die Küche gemacht, ich habe die Zäune weiter zumindest in Vorbereitung gebracht, wenn ich auch nicht gut das anbringen konnte. Stellt euch mal vor, ich hätte das noch gemacht, ja, dann wäre ich bestimmt bei 12, 13 Vlog-Teilen geworden. Naja, jedenfalls reicht es mir für heute. Ich bin wieder am Ende meiner Kräfte angelangt und dementsprechend beende ich jetzt den Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Inshallah. Tschüss.